Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren Folge vom realen Irrsinn. Die ist auch wieder vorgeschlagen von unserem Schildi 0, nein, Schildi 01 wollte ich gerade sagen, von unserem Schildi 1 natürlich, ohne das 0. Und da bin ich ihm auch schon wieder dankbar dafür. Das ist nicht aus der Liste, die ihr mir dieses Mal wieder geschickt habt, das zweite Video, sondern das ist eins von den weiter unterliegenden. Aber ich fand den Titel sehr interessant. Illegale Lehrer für ukrainische Geflüchtete. Ja, man kann von den ukrainischen Geflüchteten halten, was man will. Ich finde es schade, dass sie flüchten müssen. Und ich finde es in diesem Fall schön, wenn sie hier ordentlich aufgenommen und versucht werden zu integrieren. Gerade die ukrainischen Flüchtlinge, sehr viele davon, wollen entweder sowieso wieder zurück, weil sie ihr Land unterstützen wollen und sind halt aus der Sorge oder des Zustandes, der momentan in der Ukraine herrscht, hierher gekommen. Oder hoffen, dass sie hier ordentlich integriert werden und machen dann auch was dafür. Deswegen finde ich es gut, wenn sie unterstützt werden. Aber wenn ich dann sowas lese, dann denke ich mir durchaus vor, dass diese Lehrer wahrscheinlich das Ganze ohne behördliche Genehmigung machen und deswegen Ärger bekommen. Und sowas, liebe Behörden, finde ich nicht gut. Das ist jetzt im Vorwort schon von mir. Sollte das falsch sein, ist das natürlich hier schon mal entschuldigt. Also entschuldige ich mich hier schon dafür. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es genau darum geht. Ich habe das Video selbst noch nicht im Vorfeld gesehen, deswegen ist es, wie gesagt, von Schildi vorgeschlagen. Gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze an. Momentan seht ihr noch schwarzen Bildschirm. Das ist mal eine interessante Folge für den Anfang. Wir gucken uns das Ganze mal an zusammen. Die Gesamtschule in Hildesheim hat ein akutes Problem: Lehrermangel. Da hatten diese ehemaligen Lehrer, Herr Henkel, Frau Temmel, Frau Gnauert und Frau Dinges, eine verrückte Idee. Ja, Lehrermangel in Deutschland, an deutschen Schulen. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch in Deutschland so viele Lehrer. Und die sind alle so engagiert. Entschuldigung, dass ich jetzt gehustet habe. Wir haben einen massiven Lehrermangel. Wenn ich teilweise mitbekomme, wie viele Stunden in den Schulen ausfallen, weil keine Lehrer da sind oder die Lehrer krank sind, ja, dann, wir hatten ja vor einiger Zeit hier auch auf diesem Kanal ein React zu einem Video aus NRW, dass die jedes Jahr zu den Sommerferien die Lehrer alle entlassen und nach den Sommerferien wieder einstellen, aus einem einfachen Grund, damit sie die 6 Wochen Gehalt sparen. Mittlerweile ist das geklärt, mittlerweile machen sie das nicht mehr. Das ist gerichtlich, glaube ich, geklärt worden. Aber es ist traurig, dass es sowas in Deutschland gibt. Und man muss mal dazu sagen, wir haben in Deutschland, ja, das ist auch allgemein bekannt, einen Fachkräftemangel. Ich muss über diesen Fachkräftemangel lachen, nicht aus dem Grund, dass er nicht da wäre, nein, sondern dass es Fachkräfte gibt oder zukünftige Fachkräfte, die sich zur Verfügung stellen, kein Geld kosten eine gewisse Zeit und trotzdem abgelehnt werden, weil die Firmen einfach zu dämlich sind, das zu machen. Bei mir hat sich das Problem gelöst, also ich, für die Leute, die neu dabei sind, ich mache ja eine Umschulung. Und bei mir hat sich jetzt endlich am Freitag das Ganze geklärt. Also ich konnte in die Ferien jetzt gehen, beruhigter Art und Weise, habe meinen Praktikumsvertrag. Ich kann meine Umschulung beruhigt weiterführen, beruhigt fertig machen, mich auf den Stoff konzentrieren und meinen Beruf, so wie ich ihn lernen möchte, lernen. Und da bin ich ganz happy drüber. Aber wenn ich dann höre, Lehrermangel, Leute, stellt Lehrer ein. Kinder sind unsere Zukunft und die müssen ordentlich unterrichtet werden und ordentliche Sachen lernen. Wenn ich teilweise mitbekomme, was die in der Schule lernen, da stellen sich mir die Haare auf. Genau, gut, dass ich jetzt den Kopfhörer auf und unten gehalten werden. Weiter geht's. Die Klassen an dieser Schule sind proppevoll bis zur Obergrenze und wir haben dann ja gehört und gelesen, dass die ukrainischen Kinder jetzt noch dazukommen und haben uns gedacht, jetzt können wir helfen.
Ja, das haben sie sich gedacht. Und das ist auch ein guter Gedanke, gerade weil natürlich auch die ukrainischen Kinder, wenn sie hierher kommen, Kinder haben es immer einfacher mit Sprachen lernen und mit neuen Sprachen lernen, aber sie müssen das beigebracht bekommen ordentlich. Und da finde ich das eine gute Idee, dass sie sich einbringen wollen und das dann mit Sicherheit auch nicht unbedingt dafür, dass sie viel, viel Geld dafür bekommen, sondern wirklich, weil sie es engagiert machen wollen. Und das wird garantiert gestoppt. Ja gut, einfach so helfen geht natürlich nicht. Da müssen schon ein paar Behördenregeln eingehalten werden. Typisch, ich wusste es. Es geht wieder behördliche Regeln. Ja, und genau. Ja. Ach, Behörden. Wir lieben sie alle. Und könnten sie teilweise in die Tonne treten. Für diese Arbeit mussten wir uns bewerben bei der Landesschulbehörde. Eigentlich wollten wir das ehrenamtlich machen, aber der Schulleiter schlug dann vor, das auf Honorarbasis zu machen. Und dann folgte der große bürokratische Schlamassel. Ja, seht ihr, ich hab's gesagt. Sie wollten es ehrenamtlich machen, sie wollten unterstützen, was eine absolut geniale Idee ist. Das müssten viel mehr Lehrer machen. Dann hätten wir keine Probleme. Dann würden wir endlich mal auch ordentlich was beigebracht bekommen. Oh, ich sehe, Karl May haben sie da stehen. Diese grünen Bücher mit den goldenen Blättern da oben. So, wieder. Das müsste Karl May Bücher sein. Genau. Also, ich finde das genial. Und dann kommt wieder die Behörde. Ja, gut. Der Schulleiter hätte sich eigentlich auch denken können, dass das nicht gut geht. Ja, ich verstehe ihn. Er hat sich natürlich gedacht, ihr setzt eure Zeit hier ein, macht, dafür solltet ihr auch was bekommen. Und ist auch in Ordnung, verstehe ich, aber dass dann wieder die Behörden allen Steine in den Weg legen, nee, das muss nun wirklich nicht sein. Ehrenamtliche dürfen nämlich gar nicht unterrichten. Deshalb muss jeder Lehrer, auch Frau Dinges, bei der Schulbehörde noch ein paar Papiere vorzeigen. Ich soll das erste und das zweite Examen vorlegen, also von vor 40 Jahren. Ein Personalfragebogen, 6 Seiten. Eine Erklärung über intakte wirtschaftliche Verhältnisse. Erweitertes Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden. Muss bei der Meldebehörde des ersten Wohnsitzes beantragt werden, wozu man wiederum eine Bescheinigung haben muss, dass man berechtigt ist, das zu beantragen. Oh ja, der behördliche Kram. Obwohl, ich muss dazu sagen, es gibt, das ist nicht nur bei Behörden so, das ist auch anderweitig so. Ein Kollege von mir, der mit mir zusammen in der Klasse sitzt, der hat auch gestern mit Freuden seinen Praktikumsvertrag bekommen. Aber erst haben sie ihm das zugesagt und dann hat die Personalabteilung von der Firma das immer weiter geschoben, bis er dann am Ende dann doch glücklicherweise seinen Vertrag kriegt, aber der musste Sachen beibringen. Da haben wir uns dann alle gefragt, so, für was braucht das ein Arbeitgeber? Aber gut, manchmal ist es halt so. Ist schon manchmal lustig, was so alles gefragt wird. Beim erweiterten Führungszeugnis muss ich sagen, das verstehe ich durchaus. Man hat ja schon durchaus Dinge gehört, was für Leute in Schulen arbeiten. Und dann kam raus, dass sie das hätten gar nicht machen dürfen. Bei solchen Berufen finde ich das gut. Bei anderen Berufen muss ich sagen, mittlerweile, lass doch dieses scheiß Führungszeugnis weg. Manchmal stehen da noch Sachen drin, die hingeht, die so alt sind, dass sie eigentlich völlig uninteressant sind. Genau. Was ist das denn? Obwohl die Formulare noch gar nicht alle ausgefüllt sind, unterrichten die ehemaligen Lehrer schon die ukrainischen Kinder? Richtig so! Wie finden wir denn das? Das ist richtig so. Richtig, toll, wunderbar. Weiter so. Stellt euch gegen die Behörde. In diesem Fall bin ich voll dafür. Ich komme aus der Ukraine. Ich wohne in Hildesheim. I want to say that I'm very thankful for the schools that they organize these classes. Ja. Ja, genau, richtig. Es ist wunderbar, dass diese Klassen organisiert werden. Und es ist toll. Und ich finde das gut. Richtig gut. Denn bei ihm, er hat zwar jetzt am Ende Englisch gesprochen, aber man hat gemerkt am Anfang, er hat es im Deutsch versucht, er hat sich viel Mühe gegeben und ich habe alles verstanden. Da mag sein, dass die Kinder das toll finden, aber dieser Unterricht ist illegal. Ja, es war illegal, ist es auch immer noch im Moment, aber das ist uns scheißegal. Richtig, ha, die Frau liebe ich, sie, ganz einfach, sie ist cool. Genau richtig gesagt, es ist uns scheißegal. Dabei hat die Schulbehörde extra darauf hingewiesen, bis zum Vorliegen des Führungszeugnisses darf ihr Einsatz nicht unbeaufsichtigt erfolgen. Na gut, sind ja zu zweit. Die eine passt auf die andere auf. Oh geil. Hanebüchen.
Ja. Ich finde es unwürdig geradezu. So. Hey, das ist nicht nur unwürdig, das ist absoluter Unsinn. Hallo, die waren schon Lehrer. Was bitte soll sich geändert haben? Sollen sie als alte Rentner oder Pensionäre, Lehrer sind ja meistens früher verbeamtet worden, sollen sie in den Supermarkt gegangen sein und die Kassiererin überfallen haben? Und das steht jetzt im Führungszeugnis. Mensch, Behörde, denkt doch mal nach. Solange der Papierkram nicht erledigt ist, darf hier niemand helfen. Auch nicht 2 Stunden die Woche. Die Krönung der Posse war, dass ich am nächsten Morgen um 8 Uhr im Büro des Schulleiters aufschlagen musste, um, aufgepasst, vereidigt zu werden. Okay. Wow. Und das ist dann auch noch eine Projektschule der UNESCO. Okay. Ja. Gut, und was war in dem Eid? Dass sie keine unwürdigen Dinge tut, oder was? Eieieiei. Die Lehrer sollen das mal positiv sehen. Hier können Schüler und Lehrer noch etwas lernen. Deutsche Bürokratie. Ja, deutsche Bürokratie, wir lieben sie, wir hassen sie, wir könnten sie in die Tonne treten. Ja, also, es war genau das, was ich erwartet habe. Die Behörde will wieder etwas, was wirklich gut gemeint ist und gut durchdacht war und auch helfen soll, boykottieren, weil sie auf ihren Scheißformularen besteht, auf ihren Scheißregelungen besteht. Und es sind immer die Behörden, die dann am Ende ihre eigenen Regeln selbst in die Tonne kloppen und nicht danach handeln. Und das ist manchmal echt traurig. Ich habe auch jetzt wieder ein bisschen Behördengang vor mir. Ich hoffe aber, dass ich diesmal nicht solche Querelen habe, sondern dass alles gut geht, weil es wichtig ist, ja. Aber dafür mache ich mir jetzt keine Sorgen, weil ich das im Notfall auch anders geregelt bekomme. Es wäre natürlich schön. Ich muss da noch ein paar Sachen raussuchen und die werde ich dann auch dann zu dem Termin, den ich nächste Woche habe, mitnehmen und mal sehen. Aber ich fand es wieder trotzdem, was diese Folge angeht, sehr, sehr schön. Sie war geil gemacht und ich finde, die Lehrerinnen und Lehrer waren spitze drauf. Und ich hoffe, dass das gut ausgegangen ist am Ende und die da weitermachen konnten. Und dass alles auch für die Schüler toll war. Endlich mal, was die Schüler voranbringt und dann passiert sowas. Ja, ja. Gut. Aber nichtsdestotrotz, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das mir zeigt, indem ihr ein Däumchen hoch da lasst. Vielleicht auch ein Abo und die Glocke aktiviert. Und da, weil ich ja nicht alleine alles abstauben möchte, sondern auch den Kollegen von Extra 3 was gönne. Und in der Videobeschreibung ist das Video verlinkt und ihr könnt auf deren Seite springen, da auch ein Like, ein Abo und eine Glocke da lassen, wenn ihr möchtet. Würde die freuen. Und bevor wir es vergessen, das letzte Mal habe ich es bei einer Folge vergessen, ist schon, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen her, hier ein Like von mir, das abonniert habe ich ja schon. Und ja, ich find's toll und ich danke auch an unseren Schildi. Danke für diese tolle Folge, die hat mir gefallen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ich, ja, mir bleibt dann am Ende... eins habe ich schon vergessen. Wenn ihr natürlich, wie der Schildi, Vorschläge habt, was man reacten könnte oder Kritik oder Anregungen oder andere weitere Vorschläge oder irgendwas loswerden wollt, was euch zu diesem Kanal einfällt, unten in die Kommentare, Antwort von mir garantiert, auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Gut, dann bleibt mir für diese Folge wieder nur zu sagen, tschüss, eure Josie, bis zur nächsten Folge.